Ihr gekommen seid zu dem Vortrag Relevanz-Karaoke oder ist das eigentlich relevant? Und ja, wie bin ich da drauf gekommen? Relevanzkriterien der Wikipedia, das sind Regeln, die die Wikipedianer erfunden haben, um beurteilen zu können, ob ein bestimmter Gegenstand oder ein Ding oder ein Begriff in der Wikipedia einen Artikel bekommen soll oder nicht. Das so mal ganz knapp zusammengefasst. Und ich hatte mir ausgedacht, damit das ein bisschen spannender für euch und für mich ist, haben wir so Karten vorne ausgelegt, stand drauf, ist das eigentlich relevant? Und dann, was fehlt dir persönlich in der Wikipedia? Und da sind tatsächlich ein paar sehr spannende Antworten gekommen. Und ich habe halt so ein paar Lemmata, die da vorgeschlagen wurden, habe ich natürlich überprüft. Und das zeige ich euch dann nachher auch, wie so meine Einschätzung ist, ob das was werden kann oder eben auch nicht. Worüber wir reden müssen, wenn wir über Relevanz sprechen oder Relevanzkriterien, das ist der alte Streit der Wikipedianer, der Exkludisten gegen die Inkludisten. Exkludisten sind die Leute, die eigentlich nur so eine Art elektronischen Brock ausschreiben wollen, und Inkludisten sind die, die eine allwissende Müllhalde haben wollen. Naja, das könnte man jetzt auch ein bisschen seriöser ausdrücken, aber so ungefähr geht das. Und da stellt sich dann immer die Frage, ist der Exkludist so eine Art Enzyklopädie-Blutsauger? Ich habe es gerade seit ein paar Monaten mit Vampiren, deshalb habe ich einen Dracula da reingebracht. Wollen wir mal schauen, ob das tatsächlich so ist, denn das ist ein Vorwurf, der den Wikipedianern und natürlich den Administratoren in der Wikipedia immer sehr, sehr gern gemacht wird, dass die ja nur alles löschen wollen. So, ich hab mir mal angeguckt zur Vorbereitung, weil ich es selber auch gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, obwohl ich damals schon in der Wikipedia dabei war, wie das überhaupt alles angefangen hat mit diesen Relevanzkriterien. Ich meine, die waren ja nicht irgendwie von Anfang an seit 2001 dabei, sondern es hat, ist ja irgendwie mal aufgekommen. So, interessanterweise wurde zum allerersten Mal überhaupt erst Ende April 2004 über sowas wie Relevanzkriterien diskutiert und von immerhin ganzen 7 Wikipedianern. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist, glaube ich, kein einziger von denen mehr heute noch mit dabei. Das heißt, die haben uns das eingebrockt und dann sind sie abgehauen. Und dann gab es, also nach April 2004, war dann irgendwie Ruhe an der Front. Und erst Mitte 2005 ist das Thema wieder nochmal neu aufgenommen worden. Da fing die Diskussion dann wieder neu an. Und Mitte 2005 gibt es dann auch schon die allererste RK-Liste. RK steht für Relevanzkriterien. Wikipedianer lieben ja solche Abkürzungen. Und gucken wir mal, welche Relevanz, also für welche Gebiete sozusagen es da Kriterien gab. Das sind Wissenschaftler, Manager, Soldaten, Politiker, Parteien, Mandatsträger, religiöse Personen, finde ich irgendwie eine sehr interessante Bezeichnung, Sportler, Künstler, Musiker und Bands. Die Wikipedianer unter euch wissen sofort, warum es dafür unbedingt Kriterien geben musste, weil der berühmte Band-Spam, also irgendwelche Garagenbands oder die, die irgendwie mal auf der Schülerfete, damals Abi 89, einen echt großen Erfolg hatten. Sowas steckt dann dahinter. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Danach gibt es Schriftsteller, Schauspieler, Pornodarsteller, ganz beliebtes Thema. Kann man sich auch unendlich drüber streiten. Sonstige Personen, auch sehr interessant, Vereine, Stiftungen, Alltagsgegenstände waren auch lange, lange hart umkämpft. Seit es ein Portal Alltagskultur gibt, hat sich das aber auch so ein bisschen aufgelöst. Also da gibt es halt Leute, die sich sozusagen professionell um irgendwelche Alltagsgegenstände kümmern und dann eben schauen, ob man darüber einen vernünftigen Artikel schreiben kann oder nicht. Also es ist schon interessant, es gibt zum Beispiel einen exzellenten Artikel zu dem Gegenstand Zitronenpresse. Der ist ja auch schon immer mal auch, ja, durch die Presse gegangen. Videospiele, auch sowas. Straßen und Gebäude. Tatsächlich war man 2004 oder 2005 unter anderem der Meinung, dass man über einzelne Straßen keine Artikel schreiben kann. Ist dann auch bewiesen worden, hat einfach jemand einen richtig geilen Artikel, ich glaube, zur Berliner Müllerstraße oder so geschrieben, und seitdem war bewiesen, doch zu Straßen kann man Artikel schreiben. Also seitdem ist das auch nicht mehr streitig. Schulen ist auch, ja, auch heute immer noch umkämpft, und Baudenkmale.
Baudenkmale zum Beispiel sind heute so geregelt, alles, was auf der Denkmalschutzliste steht, ist per se relevant. Da wird einfach nicht mehr diskutiert, sondern da wird dann eben ein Artikel angelegt. Was waren denn die Argumente, die damals gebracht wurden? Da wurde gesagt, das Kriterium der enzyklopädischen Relevanz wird nach Belieben für oder gegen die Inklusion von Artikeln verwendet. Also wir sind hier im Jahr 2004. Es gibt bisher keinerlei Richtlinien, die auch nur annäherungsweise erklären würden, was man unter enzyklopädischer Relevanz für die Wikipedia zu verstehen hätte. Wohlgemerkt, das ist den Leuten oder den Wikipedianern erst aufgefallen, als es die Wikipedia schon 4 Jahre lang gab. Da wurde ihnen plötzlich klar, Moment mal, wir haben das irgendwie alles gar nicht definiert, das sollten wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen nachholen. Eine zweite These dazu war, da das Wissen der Welt im 21. Jahrhundert also nicht mehr so leicht definitorisch eingegrenzt werden kann, wie vielleicht im Mittelalter, brauchen wir intersubjektiv nachvollziehbare und pragmatisch umsetzbare Kriterien, um die enzyklopädische Relevanz bezogen auf die Wikipedia intersubjektiv prüfbar zu machen. Heißt im Grunde genommen nur, es wäre gut, wenn wir irgendwie ein paar Regeln haben, an die sich alle halten können, sodass wir nicht permanent streiten müssen, soll es jetzt rein oder soll das nicht rein. Da wurden dann so ein paar Leitfragen gestellt, die im Grunde bis heute immer noch Gültigkeit haben. Also da hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Ist ein Artikel, bitte? Könnt ihr die Beschallung ein bisschen runter machen? Ihr beschallt mich den ganzen Raum mit. Das tut mir furchtbar leid. Findest du es uninteressant? Nee, es geht gar nicht darum. Wir bezeichnen eine Radiosendung. Alles klar, danke. Ist okay. Da wurde zum Beispiel die Frage gestellt, ist ein Artikel, der im Brockhaus existiert, auch automatisch enzyklopädisch relevant für die Wikipedia? Das Spannende daran ist, dass tatsächlich der Brockhaus immer so sozusagen das Leitmedium auch für die Wikipedianer war. Ich meine, das ist jetzt vorbei, den haben wir ja leider kaputt gemacht. Das ist dann also ausgefallen. Hochinteressante Frage, wenn der Brockhaus zugrunde liegt, welche Ausgabe denn? Ich meine, der hat ja x Ausgaben gehabt. Wenn nein, welche anderen Relevanzkriterien werden angelegt, abgesehen von persönlichen Meinungen und Überzeugungen? Also persönliche Meinungen und Überzeugungen spielen heute immer noch eine riesengroße Rolle. Wer Wikipedianer ist, kennt so Diskussionen, natürlich ist die XY-Kneipe in Gütersloh relevant, die kennt jeder da. So, und die Leute kommen halt einfach gar nicht auf die Idee, dass irgendwie, ja gut, für Gütersloh mag das relevant sein, aber ist es eben auch für den Rest der Welt relevant, kann man sich dann halt fragen. Welche Wissensarten will die Wikipedia abbilden? Das ist natürlich auch eine geile Frage. Akademische Wissenschaft und Hochkultur oder auch Grenzwissenschaften und Populärkultur? Wo und nach welchen Kriterien wird eine Grenze gezogen zwischen zulässigen und nicht mehr zulässigen Inhalten? Das ist übrigens eine Diskussion, die es heute immer noch gibt. Wer mal versucht hat, einen Artikel der irgendwo aus dem Gebiet der UFO-Forschung kommt, kenne ich mich zufällig ein bisschen aus, der hat da echt schwer zu kämpfen. Ja, ich gebe es zu, ich bin UFO-Forscher. Welche Position bezieht Wikipedia zu den Entitäten der Wirtschaftsordnung? Auch eine spannende Frage, wurde neulich auch gerade mal wieder ausführlicher diskutiert. Sind Artikel zu Unternehmen, Produkten oder Dienstleistungen für unsere Enzyklopädie relevant? Welche Kriterien grenzen gegebenenfalls relevante Großunternehmen von möglicherweise nicht relevanten Kleinunternehmen oder wohlmöglich sogar Handwerksbetrieben? Wohlmöglich Handwerksbetrieben ab. Warum? Wie gehen wir mit dem Werbeverdacht um? Das ist natürlich auch immer noch ein Thema, was immer wieder eine Rolle spielt, dass Unternehmen natürlich gerne vorgeworfen wird, die wollen ja einfach nur Werbung machen in der Wikipedia. Und die letzte Frage, können wir überhaupt solche intersubjektiv verständlichen und pragmatisch umsetzbaren Kriterien aufstellen? Dass wir das können, haben wir Wikipedianer bewiesen. Die Frage ist nur, haben wir das gut gemacht und ist es dem Rest der Welt auch nachvollziehbar, was wir da getan haben? Also ich glaube, zum Teil schüttelt die Welt den Kopf über uns, beziehungsweise wir wissen, dass das so ist. Aber nochmal zu dieser Position Exklusionismus oder Exkludismus, Inklusionismus. Die exklusionistische Position sagt, dass bestimmte Kriterien zur Abgrenzung enzyklopädischer Inhalte, enzyklopädisch relevanter Inhalte von
beliebigen Modeworten, Fachthemen, Terminologie, enzyklopädisch irrelevanten Privatpersonen etc. erforderlich sind. Jede konventionelle Enzyklopädie arbeitet nach diesem Ansatz, egal ob Brockhaus oder Britannica. Das ist natürlich richtig. Die wählen ihre Artikel aus. Das heißt, die wählen die Lemmata aus. Aber die haben natürlich das Problem, dass sie, wenn sie im Druck erscheinen, natürlich nicht unendlich viel auf Papier drucken können, weil das wäre einfach zu teuer. Da leitet sich übrigens der Spruch in der Wikipedia ab, Platz haben wir doch genug, weil wir sind halt nicht auf irgendwelche Seitenzahlen oder so beschränkt. Dieser Prozess, die sogenannte Lemma-Selektion, wird dabei durch eine Redaktion von Experten durchgeführt, die durch interne Prozesse Kohärenz und Kohäsion des jeweiligen Projekts gewährleisten. Da die Wikipedia diesen Mechanismus einer geschlossenen Redaktion nicht hat, müsste für den explosionistischen Ansatz ein alternativer Mechanismus entwickelt bzw. vorhandene Mechanismen ausgebaut werden. Naja, das mit den Experten schenken wir uns jetzt mal. Also es gibt natürlich Gebiete, Medizin, Biologie zum Beispiel, das sind tatsächlich zum größten Teil Leute, die das Fach studiert haben. Die sind also wirklich echte Experten. Aber ich weiß nicht, ob es irgendwie, ich meine, für Alltagskultur kann man, außer man ist Volkskundler, wahrscheinlich gar nicht richtig echter ausgebildeter Experte sein. Insofern, da finden sich halt auch einfach viele Leute zusammen, die Laien sind in einem Thema und sich dann vielleicht einlesen. Also das mit den Experten war nett gedacht, aber haben wir, glaube ich, bis heute nicht. Die inklusionistische Position, also die Gegenposition dazu, die Inklusionisten gehen davon aus, dass das Wissen der Welt weitergefasst werden kann oder in Klammern Fragezeichen muss, als es konventionelle Enzyklopädien à la Brockhaus und Britannica tun. Sie vertreten den Standpunkt, die klassischen enzyklopädischen Relevanzkriterien erheblich zu lockern, ganz fallen zu lassen oder durch einen alternativen Satz an Kriterien zu ersetzen. Der Ansatz ist im Verständnis der von Konversationslexika abgeleiteten Enzyklopädien à la Brockhaus unenzyklopädisch, ist aber viel näher am eigentlichen Anliegen der Enzyklopädie, das Wissen der Welt zu sammeln. Das ist natürlich richtig. Und kann das vielleicht ein bisschen abkürzen, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das Speicherprinzip einer Enzyklopädie, das sind halt einfach die Seiten, die bedruckt werden. Und das Problem stellt sich in der Wikipedia nicht. Wir können theoretisch unendlich viele Artikel schreiben, wenn wir wollen. Das ist also überhaupt kein Problem. Und dann kommt, und das ist jetzt sozusagen die Mittelposition dazwischen, also so vielleicht so ein bisschen die Realo-Position, die sich auch an dem orientiert, wie es tatsächlich in der Wikipedia funktioniert, dass das Einzelausschlusskriterium fehlende Verifizierbarkeit der im Artikel geschilderten Fakten ist und sonst nichts. Das ist eigentlich auch so das, wie Wikipedia inzwischen gelebt wird. Also man kann im Grunde über alles Mögliche einen Artikel anlegen. Ja, du wiegst den Kopf, ja. Man kann über alles Mögliche einen Artikel anlegen, aber es muss eben verifizierbar, es muss nachprüfbar sein und es muss vernünftig belegt sein. Das ist so, natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber ich glaube, das ist so im Moment so die Strömung eher. So, jetzt wird es aber spannend. Jetzt komme ich nämlich zu euren, zu den Lemma-Vorschlägen, die eingereicht wurden. Da war einmal Hank Green. Mir hat er gar nichts gesagt. Und dann habe ich mal nachgeschaut. Natürlich sofort Eintrag im Löschlogbuch. Und der ist zweimal schon gelöscht worden im Jahr 2011. Mit der Begründung kein enzyklopädischer Artikel bzw. Inhalt. Habe ich natürlich gleich nachgeprüft, weil man glaubt das ja nicht, was diese Admins behaupten. Ne? Also die erste Version war, Hank Green ist der Bruder vom bekannten Schriftsteller John Green. Gut, okay. Standard-Wikipedia-Antwort wäre dazu, also Bruder sein genügt nicht für Relevanz. Dass es der Bruder ist. Ja, trotzdem ist Bruder sein kein Verdienst. Also ich meine, das reicht erstmal nicht. Die zweite Version war dann nochmal deutlich schlechter. Da hat offensichtlich jemand von irgendeiner Pornoseite einfach ein paar Sachen abgeschrieben und hat das halt per Copy und Paste in den Artikel reingeworfen. Also dass das jetzt kein enzyklopädischer Inhalt ist und dem Herrn Green ganz offensichtlich auch nicht gerecht wird, ist völlig klar. Also es war schon in Ordnung, dass diese beiden Versionen gelöscht wurden. Ich habe dann aber in der Englischsprache in Wikipedia nachgeschaut
Und der Typ betreibt irgendwie so einen Videoblog und ist dafür ziemlich berühmt, hat irgendwie mit National Geographic zusammengearbeitet, ich glaube mit der New York Times etc. Ich halte den für ganz klar relevant. Und vorhin hat mir auch gerade Zirdan erzählt, dass er gestern Abend noch den Artikel über Hank Green geschrieben hat. Und Überraschung, heute Morgen hatte der Artikel natürlich einen Löschantrag. Aber ich denke, der Typ ist klar relevant. Und wenn man den Artikel dann noch ein bisschen weiter ausbaut, dürfte das auch überhaupt kein Problem sein. Das zweite Beispiel, ganz klasse, Zungenkuss. Ich dachte, logisch, voll relevant, natürlich. Überraschung, Überraschung, das ist eine Weiterleitung auf den Artikel Kuss. Aber noch größere Überraschung, so sah der Artikel aus, als der noch ein eigener Artikel war. Ich weiß inzwischen auch, wer den angelegt hat. Der hat es mir nämlich gestern Abend erzählt. Also das war ein ganz vernünftig angelegter Artikel, schön formatiert, mit Bild, mit Einzelnachweisen, mit allem Dingeldangel. Aber komischerweise, und mir ist völlig unklar warum, ist der halt einfach nur als Weiterleitung auf den Sammelartikel sozusagen Kuss verlegt worden. Und da ist jetzt nur noch so ein Absatz drin. Da ist also auch noch mal eine ganze Menge Text weggefallen, aber die ganzen Einzelnachweise sind natürlich noch da. Also meiner Meinung nach klar tauglich als einzelner und eigener Artikel. Ich weiß nicht, ob man das dann wieder aus dem anderen Artikel rauslösen will. Müsste man sehen. Dann kamen noch ein paar andere Vorschläge. Fauna Berlins. Na, das ist einfach. Lebewesen sind grundsätzlich relevant. Da braucht man gar keine Diskussion führen. Wer den Artikel anlegen würde, wenn das halbwegs vernünftig ist und wenn er sich mit den Biologen gut stellt, ist es überhaupt kein Problem. Also das ist klar relevantes Lemma und braucht man wirklich nicht diskutieren. Szeneviertel finde ich auch cool. Ist wohl auch schon, Moment, ist irgendwie zweimal angelegt worden. Zweimal nach Löschdiskussion gelöscht, unter anderem einmal wegen Unsinn. Ich halte es trotzdem für ein klar relevantes Lemma, weil das möchte man vielleicht schon erklärt bekommen, was ein Szeneviertel ist, wie sich das vielleicht auch im Laufe der letzten, weiß ich, 50 Jahre oder so eine Definition geändert hat oder so. Da würde man sicherlich in, ich vermute mal, in Soziologen-Lexika oder so, müsste man fündig werden. Oder eben ja bei den Volkskundlern, die wären dann auch noch Ansprechpartner. Also klar relevantes Lemma. Dann eine Karte, Frauenthemen. Und dann habe ich gesagt, so, ja wie jetzt, Themen für Frauen oder das Wort Frauenthemen? Also ich würde ja einen Artikel schreiben über das Wort Frauenthemen. Ich meine, was ist denn ein Frauenthema? Ja? Schuhe oder Kochen oder, keine Ahnung, Hacken? Kann ja alles Mögliche sein. Also ist vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen knifflig wird, das zu recherchieren. Ist aber als Lemma einfach nur das Wort Frauenthema, ich würde es dann eben halt im Singular verwenden, auch klar relevantes Lemma, könnte man bestimmt einen Artikel drüber schreiben. Da haben wir nämlich ein Frauenthema. Frauenmode um 1880. Frauenmode ist jetzt ein bisschen blöd, würde ich Damenmode nennen. Um 1880 ist natürlich sportlich. Das ist ein bisschen sehr eng eingegrenzt. Also da würde man dann sicherlich eine Epoche verwenden. Also man würde sagen sowas wie Damenmode des Historismus oder sowas in der Richtung. Eine ganz spannende Frage, die sich da übrigens stellt, ist, in welchem Land eigentlich? Ja, ist er jetzt irgendwie Damenmode in Deutschland oder Asien, Afrika? Keine Ahnung. Also das müsste man da sicherlich nochmal genauer fassen. Aber auch eindeutig klar relevantes Thema. Kann man bestimmt auch einen super Artikel drüber schreiben. Dann kam eine Karte, die uns allen hier am Stand schwere Rätsel aufgegeben hat. Das lag aber vor allen Dingen an der kritzeligen Handschrift. Wir haben zuerst gedacht, hat da jemand Hornissenteil hier gemeint und sich verschrieben? Oder, Gott sei Dank habe ich gestern denjenigen aufgetrieben, der das aufgeschrieben hat. Also das heißt tatsächlich Harnesstaille. Und ich habe mir erklären lassen, dass es sich dabei um ja, eine spezielle Korsettform des 19. Jahrhunderts handelt.
Witzig ist jetzt aber, dass Michael Jahn und ich, also Michael gestern Abend, ich heute Morgen nochmal bei Google danach gesucht haben. Und da findet man allerdings kein Korsett aus dem 19. Jahrhundert, sondern so komischen Bondage-Kram. Sehr, sehr merkwürdig. Also ich habe echt nichts Historisches gefunden. Ich zweifle allerdings auch nicht daran, dass es das wirklich auch eine Bezeichnung für so ein historisches Korsett ist. Ich sage klar relevant und unbedingt anlegen den Artikel schon allein deshalb, weil wir alle nicht so richtig wissen, was das ist. Also da besteht ganz offensichtlich Aufklärungsbedarf. So, und dann kam die alexandrinische und hat man mir schon gesagt, dass das von dir war, ja. Alexandrinische und antiochenische Bibelexegese in der Spätantike. Historisches Thema, klar relevant. Wobei ich mich frage, ich habe mal nachgeguckt, das ist ja auch ein Forschungsprojekt. Ja, okay, also da könnte man natürlich tatsächlich einmal über das Forschungsprojekt selber einen Artikel anlegen und natürlich eben auch über diese offensichtlich spezielle Form der Bibelexegese in der Spätantike. Also klar relevant, Martin, go! Kannst du machen. So, jetzt kommen so ein paar knifflige Sachen. Sharebacken. Habe ich gesucht, also ich sage ja immer, wenn es nicht mal die englischsprachige Wikipedia hat, dann ist immer schon, da wird es immer schon schwierig, ne? Oder wird es haarig. Aber tatsächlich, ja, ich wüsste auch gern, was jetzt so ein Share-Button ist. Ich dachte, das wäre so ein, so Flatter-Buttons oder so. Tatsächlich ist es aber wohl irgendwas von Google Plus, wenn ich das heute beim Googlen richtig verstanden habe. Ja, also an sich hätte man gern einen Artikel darüber, weil wüsste man halt gern, was das ist. Das Problem wird nur sein, dafür Quellen und Literatur zu finden. Ich glaube nicht, dass es ein Paper oder eine Monographie über den Share-Button in der westlichen Kultur des 21. Jahrhunderts oder so gibt. Also da wird es halt wirklich dann schwierig, vernünftige Quellen auch aufzutreiben. Und das würde so einem Artikel, zumindest in der deutschsprachigen Wikipedia, wo man halt sehr streng ist, ziemlich schnell den Garaus machen. Daher kriegt das von mir nur ein Fragezeichen. Also das wäre so, ja, klar, könnte man drüber schreiben, aber die Frage ist, kriegt man das wirklich ordentlich belegt? Das nächste ist, glaube ich, genauso ein Fall. Liquid Content / Videos. Ehrlich gestanden, kein Plan, was das ist. Wir haben rumgerätselt. Du weißt, was das ist? Schreib einen Artikel drüber. Warte mal. Gibt's irgendwann? Achso, okay. Er gibt dir mal ein Mikro. Ach, es gibt mir die Gelegenheiten. Ich denke, dass da bei uns eben den Facebook-Share-Button vor allem, also Facebook-Share-Button irgendwie bekannt gemacht hat. Achso, du meinst sowas wie diesen Like-Button oder sowas? Meinst du sowas? Ich bin nicht auf Facebook, deshalb, okay. Damit sicherlich auch Literatur zu geben, wenn wir in Social Media. Okay. Okay. Aber ich meine, das ist natürlich auch eine interessante Frage. Ne? Wir wissen ja jetzt nicht, was derjenige, der das auf die Karte draufgeschrieben hat, welchen Share-Button der nun eigentlich meinte. Ne? Aber immerhin, wenn es jetzt schon mal zwei verschiedene gibt, schreit das im Grunde danach eben auch erklärt zu werden. Logisch. Ja, danke. Liquid Content Videos. I have no clue, was damit gemeint sein könnte. Ich habe auch keine Ahnung, was Liquid Content sein könnte. Das wieder genauso. Ne? Man hätte es schon gern erklärt. Wäre toll, wenn da jemand einen Artikel drüber schreibt. Das Problem wird aber auch da die Literaturfrage sein. Und deshalb gibt es da auch nur ein Fragezeichen. Also das ist halt auch wieder so ein Fall von, ja, kann man versuchen, aber weiß man halt nicht so genau, ob das durchkommt. Und jetzt unser aller Lieblingsprojekt. Wikidata. ich würde sagen, ja, klar relevant, also zumindest, also was ich jetzt so in deutscher Berichterstattung gesehen habe, ich glaube, ihr habt einen dicken, fetten Ordner mit Berichterstattung, mit Presseberichten. Ne? Also es ist bewiesen, das gibt's und da interessieren sich auch Leute dafür, dass darüber wurde auch berichtet. Auch hier wird zumindest für die deutschsprachige Wikipedia das Problem sein, wirklich
nachzuweisen, dass das, ich sag mal, jetzt schon relevant ist. Nur weil sich da irgendwie Wikipedianer 3 Wochen lang drüber streiten, ob man das braucht oder nicht, das schafft noch keine Relevanz. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen abwarten, bis es so die ersten Ergebnisse gibt, bis vielleicht auch mal ein Paper. Ja, es tut mir leid, Jens, ich kann es doch auch nicht ändern, Mann. Da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Daher auch nur ein Fragezeichen. Die englischsprachige Wikipedia hat aber übrigens schon einen Artikel. Einen kleinen, aber sie hat einen Artikel. Dann kam jetzt ein Lemma. Das hat mir komplette Rätsel aufgegeben. Ich glaube, das ist aber ein Rechtschreibfehler. Marcia Teles, ich glaube, die heißt eigentlich Maria Teles. Und das ist, wenn ich das dann richtig verstanden habe, ich glaube, nicaraguanische Historikerin, die irgendwie auch im Freiheitskampf unterwegs war, keine Ahnung. Also ich kenne mich da politisch überhaupt nicht aus, deshalb schwimme ich da so ein bisschen. Es gab aber auch mindestens eine Maria Teles, die Gattin eines kastilischen Herrschers war. Also hier wissen wir jetzt einfach nicht, welche von den beiden gemeint ist. Aber du weißt das. Nein, zur Präzisierung, wir haben immer 2 Namen. In der spanischsprachigen Welt ist immer 2 Namen. Das könnte zur Präzisierung weiterhelfen. Ja gut, aber der fehlt natürlich. Ne? Also ich habe es jetzt wirklich nur so und vielleicht sind das auch beide Nachnamen, aber die schreiben sich immer mit Bindestrich, oder? Im Spanischen? Na, egal. Ich kann nur Mittelhochdeutsch, tut mir leid. Da es sich vermutlich um eine historische Persönlichkeit handelt, dürfte die relevant sein. Da wir aber nicht wissen, wer jetzt eigentlich konkret gemeint ist, gibt es hier auch nur ein Fragezeichen. Immerhin bin ich ja Admin und muss ein bisschen streng sein. So. Dann wurde vorgeschlagen, G8-Gipfel 2012, klar, wichtiges politisches Ereignis, klar relevant, aber auch für sowas haben die Wikipedianer sich natürlich was ausgedacht. Der hat ja noch nicht stattgefunden, weshalb man darüber jetzt noch keinen Artikel anlegen darf, denn alles wäre im Moment Spekulation, weil wie gesagt, hat noch nicht stattgefunden. Heißt in der Wikipedia Glaskugelei, wenn man also sozusagen zukünftige Ereignisse vorhersieht. Gibst du ihm mal das Mikro bitte, Martin? Danke. Warum ist denn zur Fußball-Europameisterschaft schon Artikel, die erst stattfindet? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wahrscheinlich haben die Fußballer irgendwelche eigenen Relevanzkriterien, die dann solche Sachen umgehen. Also es ist zum Beispiel, ich persönlich es sehr, sehr ärgerlich finde, ist zum Beispiel bei Filmen. Also ein Film, der nächste Woche ins Kino kommt, mit dem ich mich gerade seit ein paar Wochen beschäftige, da kann ich noch keinen Artikel, also in der deutschsprachigen Wikipedia noch keinen Artikel drüber anlegen, weil der ja noch nicht angelaufen ist. Obwohl... Ja, ey, ich habe neulich den als Rotlink angelegt, den haben sie mir dann schon wieder rausgenommen. Okay, also G8-Gipfel 2012 hat noch nicht stattgefunden und daher im Moment würde man darüber keinen Artikel in der Wikipedia durchbekommen. So, und jetzt kommt das absolute Super-Ober-Hammer-Ding, Eselsmütze. Eselsmütze habe ich im Jahr 2009, wisst ihr, was eine Eselsmütze ist? So, Jan, und jetzt habe ich eine Überraschung für dich, weil ich habe natürlich in der Fachliteratur nachgeschaut. Ja, ich bin Donaldist und ich wollte Jan ein bisschen ärgern, dass ich noch was Donaldisches da reinkriege. Also eine Eselsmütze ist offensichtlich irgendwie eine Papiermütze mit Eselsohren, die einem aufgesetzt wird, wenn man dumm ist, und zwar in der Schule. Jetzt habe ich gedacht, ja klar, coole Sache. Also erstens kannte ich die Eselsmütze tatsächlich aus diesem Comic. Und dann habe ich mal ein bisschen im Netz rumgeguckt und so, ja, stand überall so, Eselsmütze gab es schon im Mittelalter. Und ich so, ey, cool, meine Zeit. Dann recherchiere ich doch noch mal ein bisschen und dann schreiben wir da mal einen schnicken Artikel drüber. Ja, Pustekuchen. Das ist nämlich tatsächlich alles gar nicht so einfach gewesen. Also ich habe inzwischen so einen Stapel Rechercheliteratur und bin eigentlich ehrlich gesagt immer noch nicht schlauer geworden. Das Älteste, was ich dann gefunden habe zu dem Thema, ist diese Abbildung. Das ist aus einem Druck aus dem, glaube 16. Jahrhundert oder 15. Jahrhundert sogar. Und da sieht man, am linken Rand stehen so 2 Figuren. Und die eine hat einen Eselskopf. Und das wird tatsächlich teilweise, ich würde schon fast sagen, so verkauft,
dass also ein dummer Schüler damals in der mittelalterlichen Schule einen Eselskopf aufsetzen musste. Meiner Meinung nach totaler Blödsinn, denn ganz offensichtlich disputieren diese zwei Personen miteinander. Das sieht man an den Händen, das ist eine Redegeste. Ganz ehrlich, ich kann es nicht beweisen, weshalb ich es eben auch in so einen Artikel nicht reinschreiben könnte. Und ich bezweifle auch die ganze These, dass es sowas wie Eselsmützen im Mittelalter schon gegeben hat. Ich glaube nämlich, das hat irgendeiner in irgendein Buch geschrieben und hinterher haben alle fröhlich und fleißig das abgeschrieben.